Herzlich willkommen in diesem YouTube-Video bei Dein Lebensweg mit Herz. Heute geht es um eine Übung, die ein bisschen provokanter ist, und zwar Wachstum in einer Minute. Können sich viele nicht vorstellen. Ich habe vielleicht eine Übung, die könnte deinen Blickwinkel ändern. Meine Mutter sagte mir einmal, tue das, was du wirklich willst. Ja, in dieser Übung, ist eine super, super simple Übung, und vielleicht wirst du am Ende dieses Videos sagen, pff, totaler Quatsch, Jonas, was du erzählst. Aber lass mich dich mal einladen auf diese kleine Übung, auf diese kleine Reise. Und zwar nehmen wir dazu die Atmung als Beispiel. Die Atmung hat zwei Phasen, ganz einfach, die Ein- und die Ausatmung. Die Einatmung ist die männliche Energie, das heißt, wir bauen Spannung auf, ja. Und das Ausatmen ist die weibliche Energie, wir lassen los. Also Spannung, Entspannung. Männliche Energie, weibliche Energie. Und wenn du jetzt, und genauso, oder wenn du jetzt ein Problem hast, oder wenn du jetzt irgendwo stagnierst, du kommst nicht mehr voran, oder du weißt nicht mehr, was du machen sollst, du hast das Gefühl, dein Wachstumsprozess ist limitiert, dann betrachte dein Leben immer wie ein Atmen. Und vielleicht bist du ja gerade in der Ausatmungsphase. Vielleicht bist du gerade in der Entspannungsphase, in der Ich-sammel-mich-Phase, in der passiven Phase, in der Ich-gehe-mal-einen-Schritt-zurück, um dann 5 Schritte nach vorne zu gehen Phase. Das heißt, dieses Ausatmen, diese Phase, in der du vielleicht gerade bist, ist auch ein Wachstumsprozess. Auch wenn du es vielleicht nicht als Wachstumsprozess siehst, ist es trotzdem ein Wachstumsprozess. Jeder Schritt ist ein Wachstumsprozess. Und ab und zu ist es auch mal wichtig, in die Entspannung zu gehen. Also sprich, nicht nur ein Schritt, sondern auch die Entspannung, das Nichtstun ist auch ein Wachstumsprozess, weil im Nichtstun du wieder sammelst, Kräfte sammelst und auch neue Impulse bekommst, wie es in deinem Leben weitergehen könnte. Und dafür, ja, soll diese Übung einfach dienen, oder es ist eigentlich gar keine Übung, es ist mehr ein Sinnbild, eine Metapher, dass diese Übung dir sagt, ah, okay, das Leben besteht immer aus 2 Seiten der Medaille, eigentlich sogar 3 Seiten, aber in dem Beispiel bleibe ich jetzt mal bei 2 Seiten. Es ist polar, es gibt links, es gibt rechts, es gibt oben, es gibt unten, es gibt immer 2 Seiten. Es kann nicht immer nur voran, 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 nach oben und nach oben gehen. Wenn du dir einen Baum zum Beispiel nimmst, der wächst auch nicht ununterbrochen durch, der hat auch mal Pausephasen, ja. Und genauso möchte ich dir diese Übung für dein Leben mitgeben, dass, ja, du da einfach ein bisschen mehr in die Entspannungsphase gehen kannst und sagst, okay, das ist jetzt gerade alles nicht cool, wie es aussieht in meinem Leben, aber es gehört zum Großen und Ganzen einfach dazu.